11.11.2020. Hier ist Köln. Es ist der Tag, an dem normalerweise tausende Jecken singen und sich in den Armen liegen und in die neue Session feiern. Normalerweise. Dieses Jahr geht das nicht. Es ist Pandemie. Dieses Jahr gehen keine Großveranstaltungen. Die kann man untersagen. Aber Karneval? Karneval ist ein Lebensgefühl. Das ist so tief drin. Das kann man nicht absagen. Und so feiern wir dieses Jahr wie an jedem 11. im 11. die neuen Sessionshits und die Klassiker unserer kölschen Bands. Aber anders. Köln singt zu Huss. Jeder für sich, aber trotzdem irgendwie zusammen. Danke für eure Videos. Wir haben euch ja gebeten, Clips hochzuladen, wo wir sehen, wie ihr feiert zu Hause und tanzt. Und diese Videos, die sehen wir heute immer mal wieder. Das wird uns gut tun. Und los geht's mit Brinks. Ich bin eine kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine kölsche Jung und unjen lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen ist Köln allein. Ich bin ein Kölscher Jung.
dir noch? Wann hast du die dir das letzte Mal angehabt? Die Hose? Ja. Die Hose habe ich letztes Mal angehabt. Wir haben die ganze Zeit gespielt. Wir haben seit dem Lockdown weit über 40 Konzerte gespielt. Im Autokino, ne? Ihr wart ja einer der ersten Bands. Ihr habt das ja irgendwie so losgetreten. Wie cool. Wir waren die erste Band. Dann haben wir es mit euch zusammen gemacht. Ja, das war das erste Konzert, was wir nach dem Lockdown gespielt haben. Ja. Und dann haben wir vor Liegestühlen gespielt und keine Ahnung. Es gibt ja auch wirklich Leute, die sagen, Mensch Leute, ey, wir haben Pandemie, wir haben andere Sorgen. Ihr jetzt da mit eurem komischen Karneval. Was sagst du denen? Also ich kann das ja verstehen, wenn Leute da gar nichts mit am Hut haben. Aber bei uns ist es ja nun mal so, wenn wir so eine Nummer wie Kölsche Jung im Karneval spielen, ist das ein Karnevalshit. Und wenn wir das im Sommer draußen spielen, ist das einfach nur ein Kölscher Song. Wir machen Musik, das ist unser Job. Und wenn wir Songs schreiben, wollen wir auch, dass die Leute die hören. Und das ist unser Herzenswunsch, dass die Leute das nach Hause bekommen. Und das Fenster, was wir ja von euch bekommen, ist, glaube ich, das sicherste, was geht, weil da ist eine Glasscheibe zwischen. Da kann nichts passieren. Deswegen glauben wir, dass das die einzige Möglichkeit ist, dieses Jahr mit der Familie zu Hause zu feiern. Brings, mir singe Allah. Dankeschön. Als in der Welt gekommen, meine Leja, nichts blieb hier, wo alles grob und drunter. Meine Leja, ein Licht für die Stadt, ohne Licht für die Glück, der mir glaube da dran, das Leben gehört zurück und mir singe allein. Vielleicht ein bisschen stiller und einfach davon könnt ihr uns bestimmt mal wieder. Komm und sing allein, denn sind sie mir verloren und wir singen jetzt hin. Eine kleine Band mit Angst im Keller, Magelija. Doch mir komme dadurch, luret wieder Teller. Magelija, ein Licht für die Jude, ohne Licht für die Schlechte, ein Licht für die Krumme und für die. Davon könnt ihr uns bestimmt mal.
Ja, meine Lieben da zu Hause auf euren Sofas. Ich hoffe, ihr seid alle schön safe und keiner ist heute Abend ein Sünderlein, oder? Mal gucken, was passiert. Wir sind alles kleine Sünderlein. Denn wir sind alles kleine Sünderlein. Was immer ich Spaß, da fände zu Prunk weht, da jede Trabass, das immer noch weh, oder auch nicht, wie das eine Frau, oder eine Hit. Die ganze Welt ist Köln, Köln ist die ganze Welt. Keiner will heut Nacht allein.
dann immer dein Leben. So, jetzt kann man sogar im Wohnzimmer tanzen. Pass mal auf.
auf der Sofa-Landschaft. Brings! Fantastisch. Und wenn Sie Lust haben, sich zu connecten mit anderen Karnevalsfans, dann geht das natürlich online auf Instagram und auf Facebook, Hashtag WDR-Jek. Stefan und Peter. Fantastisch. Ich stelle gerade fest, dass das so an der Theke stehen, das geht noch. Das habe ich nicht verlernt. Schon ein bisschen was her, aber das funktioniert. Ich meine, ihr habt auch einfach Knopfdruck und es ist einfach da. Ihr liefert. Ja, wir machen das. Ja. Geil. Da brauche ich auch mal die Applaus-Taste. Wir machen das schon so lange, ne? Ja. Also so wirklich schwierig war das jetzt nicht. Es freut mich. Guck mal, wir haben hier so Regale und wir haben unsere kölschen Bands gebeten, ein paar Devotionalien mitzubringen. So Andenken, die für die Band stehen und die was Besonderes aussagen. Jetzt habe ich gehört, dass wir für euch eigentlich einen Wischmopp da reinhängen könnten. Stefan, was hat der für einen Putzfimmel, der Mann da? Also der Wischmopp wäre, wir beide sind Jungfrauen vom, wie nennt man, Sternzeichen. Ja. Peter ist 8. September, ich 1. und beim Peter ist das voll durchgeschlagen. Also der kann wirklich, was man gar nicht glaubt, man glaubt ja immer, eine Band wäre so ein Sauhaufen, alles schmeißt durcheinander. Du kommst bei uns im Proberaum, da ist der Peter gerade am Saugen. Hör mal, da kommen jetzt ein paar Adressen auch geflogen, genau. Wahrscheinlich. Du hast ja jetzt viel Zeit eigentlich. Ja. Ich würde auch nackig putzen. Also. Ja, komm. Die Anfragen wieder weg. Schade. Brings, meine Damen und Herren, wir haben für euch die Texte auf der Videotexttafel 150, alle Texte, könnt ihr gut mitsingen. Die Profis werden sagen, Leute, ey, da gibt's Classics, da brauche ich doch keinen Text, das ist doch albern. Ja, aber die neuen Sessionssongs, die haben wir auch heute hier, die gibt's auf Tafel 540. Und das Praktische ist ja, wenn man so zu Hause alleine oder vielleicht noch mit dem Partner oder der Partnerin auf dem Sofa mitsingt, dann ist das nicht so schlimm, wenn die zweite und dritte Strophe nicht so sitzt und vor allem, wenn das mit dem Kölsch nicht so klappt. Ich weiß, was ich da spreche. Ich wohne seit 20 Jahren in Köln, aber mit diesem Kölsch einmal Westfälin, immer Westfälin. Aber es gibt eine Band, die hat mir wirklich sehr geholfen und mich sprachlich weit nach vorne gebracht. Ich weiß seitdem, was ein Parapluie ist, was eine Flimmerkiss ist und was Öllisch ist. Lupo. Für die Liebe nit und vorab Premiere für den neuen Song Traumprinz. Hallo Köln, wir grüßen euch. Wir sind Lupo. Wir sind halb kölsch, halb brasilianisch. Genau wie unser neuer Song. Und egal wo du bist, an Fast to Love It ist nichts mehr. Wir wollen! Ich kann mit mir Blick einfach nicht mehr von dir lassen. Ich spiel dir treu,
Für die nächste Nummer haben wir es uns mal ein bisschen gemütlich gemacht. Und auch ihr seid herzlich eingeladen, euch auf der Couch ein wenig warm zu schunkeln. Und wer vielleicht Kölsch nicht unbedingt als Muttersprache spricht, der kann jetzt die Vokabelhefte auspacken. Ganz viel Spaß. Fantastisch. Na, klappt das zu Hause mit dem Mitsingen? Ja, nochmal zur Erinnerung, Texte gibt's auf Tafel 150 und 540. Es ist so schön, dass ihr mitmacht, dass ihr gesagt habt, also klar, da kommen wir.
Es ist sehr schön, dass wir hier sein dürfen. Ja. Ihr habt uns hier eine Violine mitgebracht. Was hat es damit auf sich? Ja, also als ihr gefragt habt, hat es nicht lange gedauert innerhalb der Band, dass uns klar war, okay, es gibt diesen einen Moment in unserer Bandgeschichte, auf den wir immer sehr, sehr gerne zurückblicken. Und das war letztes Jahr, haben wir die Anfrage bekommen, ob wir ein Erinnerungsstück von uns eben dem Hardrock-Café übergeben. Mhm. Und ja, da haben wir ein Konzert gespielt letztes Jahr im Hardrock-Café und im Zuge des Konzerts wurde eben diese Geige dort aufgehangen und ja, war schon halt ein geiles Gefühl, weil auch im Hardrock Café Köln ja auch von großen Künstlern, die irgendwie Geschichte geschrieben haben, viele Dinge hängen, Gitarren oder alte Lederjacken oder so. An welcher Stelle habt ihr dann entschieden, okay, Geige, Piano, wir machen mal nicht hier jugendmusiziert Klassik, sondern es wird Karneval? Also wir sind ja als Schulband gestartet und das Ganze auf dem Schul- und Veedelszug, was ziemlich cool war. Also Das ist der Sonntagsumzug. Ich bin ja keine Kölnerin, ich finde, ich darf das übersetzen als Westfälin. Das ist der Sonntagsumzug, da gehen also alle Kölner Schulen und Kindergärten mit und das ist wirklich auch nochmal echt eine große Sause. Ja, mega. Also wir wurden motiviert von unserem Lehrer mit den Worten, also das ist das größte Publikum, was ihr hier haben werdet, weil da stehen 500.000 Leute am Zugrand. Und das haben wir uns dann halt, da haben wir uns nicht zweimal bitten lassen. Und die hatten dann tatsächlich so einen Wagen, haben den Technik ausgestattet, sodass wir dann wirklich durch den Zug durchgefahren sind und haben halt damals Karnevalsmusik gecovert, also Brings, Blackfirst, die ganzen großen Sachen. Geil, und großartig, auch die alle hier sind. Ja, das ist mega. Also das ist halt... Das ist ihr mit denen in einer Show. Jo, das ist halt immer noch krass, wenn wir, diese Künstler halt dann so hinter den Bühnen treffen. Ja, da merkt man immer noch, dass irgendwie ein Traum wahr geworden ist. Ich habe im Netz ein so lustiges Video gesehen. Da macht ihr mit Schülern Musik. Erzählt mal, was ihr da macht. Die sind ja völlig abgegangen. Also wir haben vor ein paar Jahren die Idee gehabt, dadurch, dass wir selber als Kinder halt schon früh Karneval gefeiert haben, unsere Eltern haben uns mit zu Sitzungen genommen, haben wir gesagt, okay, wir wollen das irgendwie auch jetzt an die nächste Generation weitergeben. Und weil ja auch viele Kids einfach nicht die Chance haben, auf Sitzungen zu gehen, haben wir gesagt, dann machen wir es andersrum. Wir bringen also die Musik zu denen in die Schule und hatten diese Idee mit Penns große Pause. Mhm. Zusammen mit dem Festkomitee haben wir das dann umgesetzt und das machen wir jetzt seit 4 Jahren. Und es ist halt immer jedes Mal ein Highlight, weil die Kids wirklich einfach mega Spaß haben. Ja, also ich glaube, diese Session erinnert mich sehr gerne daran, weil wir stehen halt mit den Kids dann in der Halle und auf einer Ebene, also die sind total dicht an uns dran und springen und freuen normalerweise, sich. Normalerweise, ich muss es wirklich sagen, ich bin die Spaßbefreite, ne? Jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht, normalerweise. Und daran denke ich sehr, sehr gerne zurück und die Kids haben da echt eine Menge Spaß. Also es ist ein tolles Projekt. Du bist halt so eng, du siehst das Leuchten der Kinder und ja, die machen halt mega mit. Das ist halt super cool. Also das machen wir echt bis jetzt jedes Jahr dann halt in der Karnevalszeit, wenn es passt, vormittags dann in die Schulen und ja, Vollgas. Passt mal auf. Und diese Pens, die sagen in ein paar Jahren in so einer Fernsehsendung beim WDR, boah, und dann war da die Band Lupo und dann jetzt, und wir sind mit denen jetzt in einer Sendung. Also wir müssen nach vorne gucken und vor allen Dingen voller Hoffnung und voller Mut und wirklich das Beste, das Allerbeste draus machen. Und toll, dass ihr wirklich sagt, Leute, wir bleiben zu Hause, wir reißen uns zusammen und hier bei uns, bei Köln, singt Zuhus mitmacht. Dankeschön. Vielen Dank. Danke Bleibt euch. Bleibt gesund. Gleichfalls. Dankeschön. Wir haben in Köln eine so tolle Tradition vor Karneval, normalerweise. Ich glaube, dieses Wort kommt irgendwann gleich auf den Index, oder? Normalerweise. Wir treffen uns in Kneipen und wir singen uns warm, wir singen uns ein für Karneval. Und da gibt es dann die neuen Songs, Los mehr singe heißt das, in der Kneipe. Man kriegt die Texte ausgedruckt und dann üben wir zusammen diese Lieder. Das ist großartig. Jetzt gerade natürlich nicht. Das ist schade. Vor 7 Jahren war da plötzlich eine Band dabei und dann stehst du mit deinem Kölsch und denkst, was? Wer ist das denn? Die sind ja super, die sind ja großartig. Ja, großartig. Und deswegen haben wir die auch nicht wieder hergegeben und freuen uns, dass wir heute Abend mit dabei sind. Köln singt zu Huss mit Cat Ballou. Der Wild schmieß die letzte Rund, bis grad war noch alles gut. Du lust ob die Uhr, doch irgendwie war der oben viel zu kurz. Der DJ spielt das letzte Lied, bye bye my love zum Schluss. Und wieder sitzt du da, Träne verschmiert, keine Wahl auf dich zu uns. Doch du bist nicht allein. Irgendwo ist doch für dich ne Stelle, der für dich leuchtet, egal wo du bist.
schwör dir, die besten Nächte sind noch die, wenn du ja nicht willst. Komm, schick bei mir den Siegel los, wenn du dich verlassen fühlst. Noch ein, zwei, ob die alle Wunde, ne dritte hinterher. Und jeden uns doch mal hier schlecht. Der Körper fällt halb zu schwer, denn du bist nicht allein. Irgendwo ist so für dich ne Stelle, der für dich leuchtet, egal wo du bist. Wenn der Weg auch noch so düster ist, na 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 na. Na 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 na. Du bist nicht allein, irgendwo ist auch für dich ne Stelle, der für dich leuchtet, egal wo du bist. Wenn der Weg auch noch so düster ist. Na 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 na. Der Brust schwingt, Fahnen schwingt, Ruhen und Wies. Alle wollen nur Berlin, raus in die große Welt. Doch mich kriegst du ihn nicht fort, ich kann nicht sagen, was mich hält. Es gibt kein Wort, das sagen könnte, was ich fühle, wenn ich an Köln denk, oh oh. Wenn ich an mein Heimat denk, et jit kein Wort, dat sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk, wo oh oh. Wenn ich an mein Heimat denk, han ich immer noch nicht satt gehört, an Kölsche Leder und dem Schmuh vom Ring. Ich immer noch nicht satt gesehen an all der Hüschen und dem Dom. Doch ich kann nicht sagen, was mich hält. Et jit kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk, wo oh oh. Wenn ich an mein Heimat denk, et jit kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk, wo oh oh. Wenn ich an mein Heimat denk, et gibt tausend schöne Lieder, in ihm steck jetzt Boris drin. Doch et jähn unendliche Bigger, dwenet es nicht so auf gesagt. Oh nein, nicht so! Et gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk, wo oh oh. Wenn ich an mein Heimat denk, et jit kein Wort, dat sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk, wo oh oh.
Wenn ich an mein Heimat denk, hätt ich jede kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk, oh, oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, hätt ich jede kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk, oh, oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, hätt ich kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Oh, oh, oh. Ich hab nein, fuck das Gefühl, ich bin zu Hause. Auf jeden Fall. Ja, das sind schon seltsame Zeiten. Aber gerade in solchen Zeiten ist eine Sache ganz besonders wichtig, dass wir immer wieder aufeinander zugehen und Kompromisse finden. Denn ohne Kompromisse kommen wir kein Stück weiter. So verhärten sich einfach nur die Fronten. Und in diesem Sinne folgendes Lied: Hört nie auf, Brücken zu bauen. Die Nacht bricht über unseren, wir rutschen zusammen. Dann ist das nicht so schlimm. Nimm uns an der Hand und halte uns fest, weil man zusammen niemals allein ist. Dann weht je Sonne, je Tanzen, je Lach, bis der Mond schlafen geht und die Sonne wach. Zu lang weht je Fiat auf Still und ich. Wir sind im Dunkeln, das hellste Licht. Wenn uns auch Täler und Flüsse entzwei, baue mir Brücke, die uns vereint. Dafür kämpfe mir zu Schlät und Setz. Und die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Wir philosophieren Stund um Stund, kommen wieder und wieder zum selben Punkt. Wir sind Menschen mit Schatten und Licht. Im Kopf sind wir anders, doch das Herz schlägt gleich. Wenn uns auch Täler und Flüsse entzweien, baue mir Brücke, uns verein, dafür kämpfe mir zu Schlät und Setz, und die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Nachweg, irgendwann ins Eck. Und glücklich lieben wir uns im Arm. Zum Abschied, da stand mir zusammen im Kreis. Und die Welt um uns rum weht ganz leis. Wenn uns auch Täler
Nicht vergessen, ohne uns wird's still. Seid lieb zueinander. Köln singt zu Huss mit Cat, Valou, Dominik und Oliver. Wollt ihr zu mir kommen noch einen Augenblick? Sehr schön. Ja, auch das ist Karneval, ne? Das sind ganz, ganz starke, leise Töne, die dann eben ganz groß werden. Und ich freue mich so, dass ihr zu uns gekommen seid heute und sagt... Wir freuen uns auch. Wir feiern nicht draußen, das geht gerade halt nicht, sondern wir singen jeder für sich zu Huss. Genau. Aber ihr habt diese Woche echt, ich habe euer Video gesehen zu Du bist Nederlane. Da habe ich aber kurz mal geschluckt, ne? Das habt ihr echt richtig super gemacht. Eine Liebeserklärung an die Kneipen und an die Clubs der Stadt. Dankeschön. Ist ja, euch absolut gelungen. Was war die Idee dahinter? Ja, also letzten Endes, wir haben diesen Song geschrieben und ja, jetzt kam die ganze Pandemie-Zeit dazu und wir haben uns echt Gedanken darüber gemacht, wie sieht überhaupt der Karneval in der kommenden Session aus? Und uns ist aufgefallen, dass es nicht nur uns betrifft, sondern gerade im Kölner Karneval ist einfach das Thema, dass viele Kneipen auch davon leben, gerade jetzt eine besondere Zeit für die gekommen wäre. Und die Gastro ist einfach total, ja, denen geht's schlecht. Die Clubs und Kneipen, die sind einfach, leiden total unter der Situation. Wir sind da groß geworden. Wir haben in Clubs gespielt, wir haben in Jugendkulturzentren erst gespielt, mussten dann den harten Weg durch Clubs und kleine Kneipen nehmen, mussten Karten verkaufen. Das war nicht immer einfach, aber wir haben das einfach zu schätzen und zu lieben gelernt hier gerade in Köln. Mhm. Und das ist wirklich übel, weil die ganze Gastro, ein Drittel unserer Gastro ist wirklich von der Insolvenz bedroht und wenn es da irgendwie die Hilfen müssen ankommen, das ist total wichtig. Ja. Wie erfahrt ihr Solidarität und Unterstützung durch eure Fans? Also wir kriegen schon viele Nachrichten und das, was man so in den öffentlichen Medien, den sozialen Medien mitbekommt, so da wir kriegen sehr viel Rückendeckung von unseren Fans. Die stehen hinter uns, die sagen auch, haltet durch und so. Und schon alleine so ein kleiner Kommentar, der reicht manchmal aus, dass und man sich wieder gut fühlt. Und sie geben die Karten nicht zurück, sie behalten die Karten. Das ist ja auch einfach im Moment ein großartiges Ding. Kann man zum Moment nichts von kaufen, aber hoffentlich dann, wenn es im nächsten Jahr wieder geht, dann hoffentlich. Und jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen, Oliver oder Dominik. Lichtkunst, was ist das? Wir hinter den Kulissen wird es oft Raute genannt, aber ich glaube, es ist keine Raute, es ist, glaube ich, ein Trapez. Aber es hat sich, Raute, der Begriff hat sich irgendwie festgesetzt. Unser Logo war mal mit Rauten verziert und die haben sich bis zu unser Bühnenbild durchgehalten und jetzt sind die ein Teil von uns. Ja. Und es spricht auch für sich. Es ist nicht symmetrisch, es hält trotzdem zusammen und das ist auch eigentlich mal ein Symbol für die Zeit, oder? Oh, Dominik. Kann man mal einfach mal so Dominik, ja, ja, Poet. Fantastisch. Danke. Bleibt gesund. Gleichfalls. Passt auf euch auf und ich hoffe so sehr, dass wir uns bald wiedersehen. Das hoffen wir auch. Wir Dankeschön. Cat Valou. Dankeschön. Köln singt zu Huss. Bei der nächsten Band, drei absolut knaller Frauen, muss ich sagen, bin ich textlich raus. Es ist auf Kölsch, es ist auf Speed, Schwing Ming Foot, ich krieg's einfach nicht hin. Wir freuen uns so sehr auf die Beer Bitches. Yeah.
Schwing Ming Foot with a Ming Ding, Schüttel Ming Dick Nigga Waggle Ming Ding Dong. Schwing Ming Foot with a Ming Ding, Schüttel Ming Dick Nigga Waggle Ming Ding Dong. Schwing Ming Foot with a Ming Ding und alle luren nur um Ming Ding Dong. Eure Energie. Und wir wissen alle, wir leben in einer wahnsinnig verrückten Zeit, aber vor allen Dingen leben wir in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit. Heute weiß man ja nicht, was jetzt der heiße Scheiß ist, ist ja morgen schon wieder out. Und uns geht es oft so, dass wir immer denken, Mensch, wir sind irgendwie die Letzten, die mitbekommen haben, dass es mit einem Trend vorbei ist. Ich hab 12.000 Freunde, die sind jetzt alle fort. Und all mein Verzerrchen sieht längst keiner mehr, als wären sie Schrott. Sie sind doch politisch so gut recherchiert. Wie ist das dann möglich, dass das kein so wie interessiert? Ich häufig bin. Ich bin die Letzte auf Facebook. Wie kann das sein? Ich bin hier.
und sitzen sie sich hegen über und es macht von unter Bett. Ach, das wär ja nett. Nee, die Social Media Influencer sind bei Insta Hater Shitter, sind auf Twitter Dickpick schicker, triffst du jetzt bei Tinder, alles ist wie immer, nee, so ja noch schlimmer, sag mal, sind wir Heden, ah yeah. Ich bin die Letzte auf Facebook, ich like nur mich selbst. Die Letzte auf Facebook, die sich selbst nur hier fällt. Ich bin die Letzte auf Facebook, wie kann das sein? Wo sind sie all hin? Ich bin die Letzte auf Facebook, ich like nur mich selbst. Die Letzte auf Facebook, die sich selbst nur hier fällt. Ich bin die Letzte auf Facebook. Nadine, Caro, Irina, die Bierbitches, fühlt euch gegruschelt. Das ist so krass, euch so weit auseinander zu sehen, ne? Ich meine, das ist so. Ja, es ist verrückt, oder? Ja. Aber? Ja. Das ist ja Alltag. Das ist die neue Normalität, meine Damen. Ich hätte so Bock, singen zu können, um bei euch mitzumachen. Das sieht nach einem ganz großen Spaß aus, was ihr hier macht, trotz der Situation. Ja, ist es. Hallo. Hallo da hinten. 11.11., wo wäret ihr heute, wenn es Corona nicht gäbe? Wie verbringt ihr so einen Tag, 11.11.? Ihr seid kölsche Mädchen. Wir hätten uns auf jeden Fall später noch getroffen. In der Südstadt dann noch so. Wo ja. bist du jetzt gerade oder so? Ja. Ja. Und dann trifft man ja, je später es wird am 11.11., gibt es ja so einen Spot, wo sich auch einige der Karnevalsbands, die man vielleicht so kennt, wo die so zusammenkommen. Ist natürlich wahnsinnig geheim. Und da waren wir eventuell auch schon mal und eventuell kann ich mich auch an nicht mehr so viel erinnern. Das ja. könnte sein. Aber wie gut, heute eben nicht, in diesem Jahr Köln singt zu Huss und ihr habt uns auch was mitgebracht. Wir haben ja alle gebeten, bringt uns bitte etwas mit, was euch besonders viel bedeutet. Nadine, was habt ihr mitgebracht? Wir haben einmal eine Narrenkappe mitgebracht. Ja. Von Karos, ja, Sitzungs... Von Karnevalsverein. Von den Toten Funken. Von den Toten Funken. Ja. Das ist Karos Karnevalsverein. Ja, genau, der gehört mir. Ja, nein, aber mit deinen Freunden. Ich meine, ja, genau. Ihr seid auf jeden Fall immer eine Erscheinung. Also, das. Und wir haben einen Hygienemundschutz dabei, der gebrandet ist von Alarmstufe Rot. Eine Initiative von Veranstaltern und Künstlern und Technikern, die nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass wir als Kulturschaffende und veranstaltungsabhängige Künstler und Techniker, dass wir bislang ein bisschen durchs Raster gefallen sind. Und ich meine jetzt nicht wir im Sinne von wir Großverdiener, sondern natürlich dieser ganze Eisberg, der unter der kleinen Spitze Künstler hängt. Mhm. Und darauf weisen die Kollegen unermüdlich hin und dafür steht dieser Mundschutz. Ja, aber guck mal, ich meine, Irina ist systemrelevant, du bist Erzieherin, also das heißt, du bist morgen früh auch wieder im Kindergarten. Ja, ganz genau. Bei deinen genau. Kindern. Und nochmal von mir stellvertretend für alle Eltern, danke. Ja. Danke, dass du es machst. Vielen Dank für die Anerkennung. Also, ja. Sehr gerne. Ja. Aber die Kinder sind ganz cool, oder? Also die Kinder machen das am entspanntesten, habe ich das Gefühl. Also man kommt immer morgens in den Bus, man sieht alle so vermummt und sobald man in der Kita ist, das Erste, was man macht, ist erstmal so ganz kurz den Mundschutz ab, damit die Kinder sehen, ah, die ist das, aber dann kommt direkt so, juhu. Ja. Also die sind da total entspannt. Große Bierbitches-Liebe, fantastisch. Ach, Nadine, Caro, Irina, wie schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Passt auf euch auf, ich möchte euch wiedersehen und auf jeden Fall das nächste Mal knuddeln. Auf jeden Fall. Dankeschön. Ich freue mich aber jetzt auf jeden Fall schon über Ihre Fotos, die Sie vielleicht hochladen auf Facebook. Das sind vielleicht die letzten. Aber nein, so wenige gibt es da gar nicht. Hashtag WDR-Jack oder bei Insta, wenn Sie sich vernetzen wollen mit anderen, die heute Abend zu Hause auf dem Sofa den 11. im 11. feiern.
Die nächste Band, auf die wir uns sehr freuen, als sie das erste Mal auf der Bühne gestanden haben, da war die Caro 2 Jahre alt. Sie können selber nachgucken, wann das ungefähr war. Wir freuen uns auf jeden Fall über eine Band, die so viele Jahre schon immer mit in der ersten Reihe dabei ist. Die Pavaya. Ist der eine Öse dünn und der andere so dick? Der eine hat Glück, der andere nicht. Warum sterben Menschen ohne Sinn? Warum bringen sie sich hin? Führt unsere Welt und Sinn. Frau, bitte frag nicht mehr, warum. Denn es hat doch keinen Sinn. Und eine Antwort kriegst du kein. Du hast mich und ich an dich, wenn es auch nicht ewig tut. Alles wie tut. Warum kriege Kinder in der Nacht? Warum liehe Menschen wach? Haben Angst für'n neuen Tag. Warum ist die Welt so wie sie ist? Längst nicht mehr ein Paradies. Wird jetzt keiner, der das weiß. Bitte frag mit mir, warum. Denn es hat doch keinen Sinn. Und eine Antwort kriegst du kein. Du hast mich und ich an dich. Wenn es auch nicht ewig du.
Ja, mit diesem Song Alles wird Jod haben wir zu Beginn dieses sehr seltsamen und besonderen Jahres versucht, uns selber und auch allen da draußen ein bisschen Mut und Hoffnung zu machen. Und auch aus genau diesem Grund haben wir auch den nächsten Song geschrieben, ein neuer Song, in dem wir einfach sagen wollten, dass Zusammenhalten auch auf Abstand geht. Egal, was noch passiert. Wenn wir gerade von Zusammenstehen, Zusammenhalten gesprochen haben, dann gibt es ein Gefühl, das uns alle auf eine ganz besondere Art und Weise miteinander verbindet. Und das ist die große Leidenschaft und die große Liebe für eure und unsere Heimat. Ihr könnt Heimat ist. Ob der Welt noch ganz nah klingen an die Uhr, welche Tür und die Tür, ja, die Pfingste schön. Und dort so, hier setz ich dann Trumm und Blasmusik, und den Mann drückt dich ganz fest und dann singt sie mir. Heimat ist ja nicht bloß ein Wort nur. Heimat ist, wo du nicht abseits stehst. Heimat ist die Sprache und sind die kölsche Lieder. Heimat ist da, wo du glücklich bist. Und es sind
die entflück. Kita um die Schul, jetzt die Liebe füllt ihr Wand mit ihrem Standesamt. Ihr Geburtstag, Kirmes fast leer, der Planer ist nie leer. Und mit Jode Freunde fällt, viere Jahr mit Schwer. Heimat ist ja nicht bloß ein Wort nur. Heimat ist, wo du nicht abseits stehst. Heimat ist die Sprache und sind die kölsche Lieder. Heimat ist da, wo du glücklich bist. An den Tee und im Zug. Du kennst dich aus der Kneipe mit dem Kölsch, da kennt man dich nicht aus. Wenn ein Eimer in der Wand, dann rief Gorillet, so wie früher bei der Mann, dann weht der Orwelt lang. Heimat ist ja nicht bloß ein Wort. Heimat ist die Sprache und sind die kölsche Lieder. Heimat ist da, wo du glücklich bist. Heimat ist da, wo du dich auskennst. Heimat ist, wo du den Straße jetzt wie ans Leben kommst. Sie nicht mehr hören diese Frage, ja mal zu dir oder zu mir.
Ja, ganz anders, eben nicht draußen unterwegs in der Kneipe, sondern zu Hause auf dem Sofa. So, Sven und Detlef, kommt ihr zu mir? Fantastisch. Fühlt euch umarmt, hier, Ellenbogencheck. So, ja, sehr gut. Das Füßchen geht ja noch hoch, wie schön. Wie geht's euch? Ihr macht einen ganz guten Eindruck. Ja, Musik machen tut auf jeden Fall gut. Merkt man gerade wieder. Ja, ja, ja. Ich war jetzt vor ein paar Wochen noch bei eurem Patenkind. Im Zoo? Ja. Bei Lev Marie? Richtig. Das ist das Elefantenbaby, das zuletzt gekommen ist, heißt tatsächlich Lev Marie, ist benannt nach eurem Song. Das ist immer noch eine super Geste, oder? Ja, es hat uns auf jeden Fall extrem gefreut. Ja. Mich besonders, weil ich muss jeden Abend seit über einem Jahr meiner kleinen Tochter ein Elefantenbuch vorlesen. Ja. Und da war das mit dem Lev Marie-Elefant natürlich was ganz, ganz doppelt und dreifach besonders. Ja, und vor allem. Ja, geht mir genauso. Ich habe ja auch noch so zwei kleine. Genau. Auch euch haben wir gebeten, uns was mitzubringen. Und ihr habt natürlich hier so ein Trömmelchen mitgebracht. Das ist ein. Wie alt ist sie? Ja, die ist schon mittlerweile, ich glaube, wir sind jetzt im 38. Jahr. Dann ist sie 38 Jahre alt. Es war unser erstes Schlagzeug auf der Bühne. Mehr gab es damals nicht. Aber ich habe schon gesehen, auch gut geflickt. Die hat wirklich was mitgemacht. Und ich mag sehr, sehr die vielen, vielen Aufkleber. Und ich habe hier gerade mal so geguckt, mich sehr gefreut über, haben wir das hier? Buenos Dias, Matthias. Das ist ja auch so ein Song, den wirklich jedes Kind drauf hat, ne? Ja, das war der erste bundesdeutsche Hit. Ja, aber nicht der letzte, nicht der letzte. Dann sehe ich, wir sind auch mit dabei. Wo war das hier? Da, wir sind auch mit dabei. Was steht da? WDR. WDR, ja, das ist klar. Wir waren auch damals schon mit dieser Trommel im, du erinnerst, weiß nicht, kennst du die Sendung noch, WWF Club? Ja, klar, mit Jung von der Lippe und Mareike Amado. Genau, da hat diese Trommel auch schon. Da waren Weltstars, ne? Und natürlich ihr auch. Ja. Und ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall gesund bleibt und wir uns irgendwann, wenn der Driss vorbei ist, wiedersehen. Da hoffen wir auch drauf. Da hoffen wir auch sehr drauf. Irgendwann wird der Driss vorbei sein. Ja, absolut. Wir müssen nur durchhalten. Durchhalten, gute Parole. Herzlichen Dank, Pavaya. Liebe Grüße noch an die Jungs. Dankeschön. Dankeschön. Social Distancing, das ist ja ein Wort. Ich glaube, das gab es vorher überhaupt gar nicht, oder? Das kannte ich gar nicht. Das ist irgendwie so ein 2020-Wort. Und ehrlich gesagt, das kann man ja auch mit Karneval normalerweise gar nicht so richtig vereinbaren. Distanz. Jetzt geht's gerade einfach nicht anders. Sind wir vernünftig, feiern wir zu Hause auf dem Sofa, jeder für sich. Und ich sage ja trotzdem irgendwie zusammen. Die nächste Band hat das Ganze aber sehr professionell betrachtet. Also ich glaube, mehr Distancing ging gar nicht. Zwei waren nämlich auf der einen Reihenseite unterm Rundbogen von der Köln Arena. Die anderen beiden auf der anderen Reihenseite auf dem Hochhausdach einer großen Versicherung. Und da haben sie ein Konzert gespielt. Für wen haben sie es gemacht? Für dich, Fiasko.
Einen wunderschönen guten Abend da draußen vor dem Fernseher. Grüße gehen raus an die Menschen vor dem Bildschirm. Schwierige Zeiten gehen gerade an und wir haben uns überlegt, dieses Jahr, wir schreiben ein kleines Liebeslied. Ein kleines Liebeslied, was so einfach heißt wie Lied für dich. Egal, ob für den besten Freund, beste Freundin oder für den Partner, Partnerin. Wir haben ein Lied für euch geschrieben. Auf geht's. 1, 2, 3, 4! Zwei Jahre lang. Und wenn es nach mir geht, ändert sich doch so schnell auch nichts dran. Wir sind jung, ohne Plan. Anke, Jelto, wisse irgendwie, komm Mama an. Durch dich und durch Jod und schlecht. Ihr meint, diese Lied für dich, weil du mich nimmst, wie ich bin. Ja, Lied für dich, weil mal Pech und Schwefel drin. Da diese Lied für dich, ja, mit dir, ja.
schönste Lied der Welt für dich. Ein Lied für dich. Da die Stopper oder Falle, du bist on, du bist mir. Du stehst unten, bist gut und schlecht. Da diese Lied für dich, weil du mich nimmst, wie ich bin. Ja, ein Lied für dich, weil man Pech und Schwefel sind. Da diese Lied für dich, ja, mit dir ja wohin. Ich lief das schönste Lied. Vor dem Bildschirm, wir brauchen zwei Buchstaben von euch, ein O und ein H. Unterstützt uns, auf geht's! Wie schön, dass ihr da seid. Hallo. Dankeschön, hi. Jetzt bin ich gespannt. Ihr habt gelesen, der Daniel, der kann überhaupt kein Hochdeutsch. Der kann nur Kölsch. Doch. Doch. Ich kann natürlich auch Hochdeutsch. Ja, schön. Ansonsten können wir es auch hier Untertitel einblenden, was er dann sagt. Nein, ich kann auch Hochdeutsch sprechen. Man hört zwar direkt, wo ich herkomme, aber so. Bis jetzt hat es noch jeder verstanden, oder? Ja. Meistens. Ich habe ja gesagt, ihr habt Konzert gegeben, ganz, ganz hoch. Zwei, du warst unterm Bogen von der Köln Arena? Von der Köln Arena, genau. Spitze, und du auf der anderen Seite? Oder? Genau, wir waren bei der großen Versicherung auf dem Dach, wo wir vor 4 oder 5 Jahren sogar ein Musikvideo schon gedreht haben. Wahnsinn, ich meine... Das war eine Distanz. Ja, wir haben Fotos, wir können mal gucken, aber das ist natürlich eine ganz besondere Erfahrung einfach. Auf jeden Fall. Und ein toller Blick auf diese Stadt. Ja, es hatte alles gepasst an dem Tag, wirklich. Ja. Es hat alles gepasst. Vom Wetter, es war kaum Wind, was natürlich da oben sind die Windkräfte, glaube ich, ein paar andere als auf dem Boden. es hat wirklich alles gepasst. Perfekter Tag. Insofern auch besonders, weil ihr ja eigentlich wirklich eine sehr bodenständige Band seid und einfach gute Typen. Ich habe die ganze Zeit schon geguckt, was ihr uns da mitgebracht habt. Ja, musst du nicht, haben wir schon gesehen. Haben wir hier im Westdeutschen Rundfunk, haben wir das schon gesehen. Wer soll das denn sein? Also... Ich bin's nicht. Ich habe ihn zwar, ich glaube, 2 oder 3 Mal bekommen, die Session. Das ist der A-Punkt mit Ohren. Ich sag's einfach mal so. Das ist für denjenigen, der etwas ganz Besonderes geschafft hat oder irgendwas. Für besondere Leistungen. Für besondere Leistungen. Genau, haben wir den verliehen innerhalb der Band und Crew. Ich glaube, ich habe ihn mal bekommen, weil wir irgendwo gespielt haben. Auf einem Dorf auch. Und da war das Prinzenpaar. Vor mir saß dieses Prinzenpaar und es war stolz, halt Prinzenpaar zu sein. Und da saß noch ein Prinzenpaar ganz weit weg. Und ich habe die ganze Zeit mit denen halt nur geredet und gesagt, hey, ihr Prinz, wie geht's dir? Wie geht's deiner Prinzessin? Und habe das hauseigene Prinzenpaar nicht beachtet, aber nicht böswillig. Das fanden die gar nicht so toll. Und deswegen habe ich den A-Punkt mit Ohren bekommen. Seid ihr da nochmal eingeladen worden? Ich glaube, wir sind sogar, wir wären gebucht gewesen, aber... Wäre gewesen, genau. Und was habt ihr hier mitgebracht? Eine Dartscheibe, ist die aus dem Probenraum, oder... Das war unsere alte Dartscheibe, unsere erste. Wir sind wirklich Profis? Dartsüchtig geworden. Angehende Profis. Ja. Also ich sag jetzt mal von
4 Stunden Proben geht ein gewisser Teil, ich nenne jetzt keine Prozentzahlen, geht auch für Darttraining drauf. Also wir sind arbeiten, Schatz. Das ist alles harte Arbeit, was Schatz, wir da. Das geht das heute ist, nicht. Ist ganz wirklich, wichtigen also, Termin. Songs schreiben und so eine ganz wichtige Nummer. Ich meine, du hast ja eigentlich auch noch wirklich einen Job. Du bist Malermeister? Ja, ich bin selbstständig, habe eine ganz kleine Firma, ich bin ganz alleine. Wir haben zum Glück, das kann man jetzt sagen, unsere Jobs noch. Wir waren so kurz davor, wirklich so zu sagen, weil es auch echt viel ist, so Karneval und unter dem Jahr spielen. Aber irgendwie haben wir uns noch nicht getraut. Es kommt uns natürlich jetzt ein bisschen zugute, aber wir merken das natürlich trotzdem, dass da Spaßfaktor fehlt. Das Geld ist natürlich auf der einen Sache auch noch, aber unsere Kollegen, die davon komplett leben, also wir telefonieren schon immer mit denen und fragen, wie es denn geht, weil das ist einfach eine doofe Situation. Ja. Was machst du? Ich habe Maschinenbau studiert und bin bei einem großen Getränkehersteller. Ja. Ja, ich meine, okay, das ist jetzt für diese Zeit gut, aber ihr macht wirklich eine tolle Entwicklung im Karneval, ne? Und irgendwann muss man sich dann halt entscheiden, ne? Also Auf jeden Fall. Nur jetzt ist es halt gerade, trotzdem hat man irgendwo ein schlechtes Gewissen den Kollegen gegenüber. Das glaubt man jetzt vielleicht nicht. Aber oft, wenn wir uns getroffen haben, wenn wir irgendwie zusammen telefonieren, wie mag es denen gehen, weil wenn man davon komplett leben muss und die kompletten Einnahmen zum Leben braucht, ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Kiste. Und wir schaffen das alle gemeinsam. Ihr seid toll. Man sagt, es gäbe etwa 40 Kilometer nordwestlich von Köln noch eine andere große Stadt am Rhein. Und in dieser Stadt gäbe es eine Band, die heißt Die Toten Hosen. Wir hier in der heimlichen Hauptstadt Nordrhein-Westfalens haben eine Band mit roten Hosen. Das ist das Markenzeichen. Wir freuen uns auf die Räuber. Du machst schon zu mir, hör knapp, wie was auf der Musik in mir war. Was soll ich machen, denn du bringst mich jetzt zum Lachen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert, dass es dir genauso wie mir geht. In den Ohren, da hab ich mich jetzt verloren. Ja, das ist oh. Immer neben dir umstund, das ist besonders und ich möchte das nie mehr anders. Denn du bist für mich das große Glück und ich bin nur dir total verrückt. Seit ich dich kenne, ja, da ist mir jetzt am Rennen. Ja, da für die Ewigkeit.
zu Hause. So, wir haben etwas, was natürlich zu dieser Zeit passt, in der wir uns gerade befinden. Ja, eine gefühlvolle, eine traurige Ballade. Und hört es euch einfach mal an. Hier ist für euch Ewig on the Ad. Großes Glück, zwei wie mir, das war Magie. Ob immer bist du fort, an einem schönen Ort, du fällst keine Schmerzen nie, geben mir Millionen von Vergissmeinnicht, die hast du in mein Herz gesetzt. Wenn ich könnt, flösch ich schon zu dir, so hoch der Wind mich dreht, und ich wünsch, du flöschst noch neben mir. Hasset hey allein zu sinn. Die schöne Zeit mit dir trage ich als Schatz in mir, bis wir uns wieder sehen. Gib in mir Millionen von Vergissmeinnicht, die hast du in mein Herz gesetzt. Wenn ich könnt, flösch ich zu dir, gut zu dir, so der Wind mich dreht, und ich wünsch, du flösch noch neben mir, ewig an der Erd. Ich allein schon neben dir, ein Wolkenplätzje reserviert, ein erste Festje geht auf mich. Mit zwei Meluren nicht zurück von der Regenbogenbrück, du hast mich und ich an dich. Wenn ich könnte, flösch ich schon zu dir, so der Wind mich dreht, und ich wünsch, du flösch noch neben mir, ewig an der Erd. Wenn ich könnt, flösch ich schon zu dir, so gut zu dir, so hoch der Wind mich dreht, und ich wünsch, du flösch noch neben mir, ewig an der Erd, ewig an der Erd, ewig an der Erd. Unplugged, Köln singt zu Huss. Ja, da ist mir irgendwas ins Auge geflogen. Ich habe keine Ahnung, warum die jetzt so feucht geworden sind, Sven. Es ist. Was habt ihr denn da für einen Song jetzt fertig gemacht? Das ist ja unfassbar. Freut mich, wenn er dir gefällt. Ja, wir total. Hatten hat eins zum anderen geführt, ein wundervoller Text, der aber irgendwie auf einer Mittempo-Nummer war. Und dann haben wir daraus dann doch irgendwie eine Ballade gemacht, so. Mal wieder entgegen aller Erwartungen, irgendwie wie Räuber jetzt im leisen Karneval mit einer
ruhigen, ganz ruhigen Nummer und freut mich sehr, wenn es dir gefällt. Also wir haben auch tolle Resonanzen und alle finden es super. Gibt es irgendjemanden, an den ihr ganz besonders denkt bei dem Song oder ist es wirklich völlig ausgedacht? Ja, wir hatten den Text geschrieben und ich denke mal, das ist ja sowieso alles umfassend oder übergreifend. Ja, jeder hat ja irgendjemanden, den er gerne mag und wo er weiß irgendwie, ja, irgendwann verlässt man sich gegenseitig, ja, und das ist ein großes Thema, das hat gar nichts jetzt mit Covid oder so zu tun. Der Song ist einfach so entstanden und das ist für uns eine sehr gefühlvolle Nummer geworden. Und vor allen Dingen, ihr wirklich in dieser Formation unplugged, ich meine, ich finde es auch ein bisschen lustig, ne, dass gerade ihr ohne Trömmelchen auf der Bühne steht. Was ist da los? Ohne Trömmelchen, ja, das ist das große Stichwort. Ja, wir haben halt eine kleine Umbesetzung in der Band und das heißt, wir werden nach der Session nächsten Jahres werden wir mit neuem Drummer arbeiten und wir haben jetzt uns einfach vorgenommen, dass wir die Jobs, die wir machen können, halt in einem völlig neuen Gewand machen mit einer Viermann-Besetzung. Ist auch eine Chance irgendwie, ne? Jetzt akustisch mal. Und lustig. Genau, genau. Ihr habt uns auch was mitgebracht und klar. Was könnte es anderes sein, Sabine? Was könnte es anderes sein? Und das Lustige ist, als ich vor 20 Jahren nach Köln gekommen bin und mein erstes Karneval hier mitgefeiert habe, ich kannte das ja nur vom Fernsehen aus dem Ruhrgebiet, und ich stand auf dem Severinskirchplatz und da war das Trömmelsche tatsächlich das erste Lied, was ich mitsingen konnte. Und ich freue mich, dass ihr die Chance so wahrnehmt und einfach sagt, wir nutzen jetzt diese Zeit und stellen uns mal anders auf, und zwar akustisch. Toll, danke Sven. Ja, wir hatten einfach mal Lust, was anderes zu machen. Ja. Danke dir. Alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ja, ist jetzt wieder weg. Ist jetzt wieder weg. Obwohl, kann gleich schon wieder losgehen eigentlich bei unserer nächsten Band. Wenn Sie jetzt ein Getränk bei sich zu Hause auf dem Tisch stehen haben, einmal nochmal auffüllen. Die Gläser müssen wir nämlich ordentlich heben. Wir freuen uns auf unsere nächste Band bei Köln singt zu Huss, Kasala. Verzelle. E-o. Et letzte Mal ist sie mich her, doch die Platz her, ne Tete für immer leer. Doch ich richte daran, dass du uns hier siehst. Und ich träume davon, dass du bei uns bist. Doch im Heaven mal die Gläser dahin, wo die Engel sind, denn da bist du. Los uns zu. Und die Chance, die als Strich ist, und im Grunde war die Stolper stehen, die Fehler schrammen und der ganze Schmuck, das gehört dazu, doch immer leider auf die Liebe. Alle Gläser hoch.
wunderschönen guten Abend, alle da draußen bei Köln singt zu Hus. In diesem Jahr feiern wir das Leben zu Hause. Aber trotzdem, es ist 2020, können wir euch selbstverständlich alle hier heute auch hören. Deshalb könnt ihr an dieser Stelle nochmal einen Schluck trinken und dann so laut ihr könnt mit uns singen. Ob die Liebe ohne, ob die unter Kummer trinkt, ob mit dir im Himmel sind. Ob die Liebe ohne Lärme, ob die Freiheit unter du Kummer trinkt, ob mit dir. Der Tag heute findet aus sehr guten Gründen ein wenig anders statt, als wir das sonst gewohnt sind. Normalerweise stehen wir jetzt wahrscheinlich alle mittendrin in einem großen Konfettisturm, in dem wir laut uns feiern, das Leben feiern und singen. Aber auch wenn wir im Moment in einem etwas anderen Sturm stehen, sollten wir niemals leise sein, sondern uns dem entgegenstellen und laut schreien, mitten im Sturm. Wenn du mitten im Sturm stehst, mit dem Rücken zur Wand, wenn du Beine kaputt gehst, dann hör bloß nicht ab. Jag einfach weg, der Korb immer hoch, denn er trägt nicht für immer. Nur dem Sturm geht dich hoch und du denkst, ey, von so einem Driss, was ich mich nicht vom Wäsch abbringe. Manchmal, wenn man Angst hat, Hilfe den Verlauf zu singen. Hey, yeah, hey, yeah, stell dich mitten in den Sturm und schrei. Hören dich Blitze und Donner, doch du kämpfst dich voran. Verlierst nie die Hoffnung, wie in Blum und Beton. Denn du weißt, hinter der Wolke schick noch immer das an. Hier lebt man nur mit Jägerwind, dann wird man wieder fliegen. Und wenn es richtig dreckig wird, dann sing dem Sturm entgegen. Hey, yeah, hey, yeah, stell dich mitten in den Sturm rein und schrei. Hey, yeah, hey, yeah, auf der Jüste dreht ja dein Wahl vorbei.
eine Stürmerin und schrei. Laut sein, nicht still sein, gerade in diesen Zeiten. Denn irgendwann, irgendwann ist dieser ganze Driss vorbei. Und dann sind wir all immer noch da. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hör es wieder so ne auf. Jung, wie schön dich hier zu sehen. Wie lange an mir nicht mehr gesprochen, ständig in der Träume drin. Ja, wie schnell die Welt durch durch. Hört nach stets einfach still. Ich weiß, der Weg, der hinaus, irgendwie immer nur geradeaus. Manchmal flüchtet man in der Himmel, manchmal liegt man auf der Schnee. All die Narben. Sind auch eure Dinge von uns. Solange ich schlafe, sing ich leer. Komm her, ich zeig dir, wird jede so. Ja, 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 wir sind immer noch da, da, da. Weil man so schnell nicht kaputt geht und weil das da immer wieder aufgeht, singe mal. Ja, 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 wir sind immer noch da, da, da. Trink mit mir und dich und mich und ein neues Jahr. Ob das war links, ob das war kühl und ob das war wahr. Jung, was mir nicht alle läuft und mein Haar noch so verfügt. Lass mir nix davon vergessen. Da blieb, hey, ich schwöre dir, all die kleine Augenblick. Jeder Tag und jede Nacht, solange ich mal lebe, singe mir unser Leben. Ja, 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 wir sind immer noch da, da, da. Weil man so schnell nicht kaputt geht und weil das Song ob das war kühlt und ob das war der Wort. Na 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 na. Singt so laut ihr könnt. Singe mal, mal sind immer noch. Trink mit mir auf dich und mich und dann singe mal. Ja, 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 wir sind immer noch da, da, da. Weil man so schnell nicht kaputt geht und weil der Sonne immer wieder aufgeht. Singe mal, ja. Und ob das war der Wort. Na, 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 na.
Ihr Lieben, da war es das schon mit unserem Besuch hier an diesem besonderen Abend bei Köln singt zu Hus. Wir wünschen euch noch einen ganz fantastischen Abend und bleibt gesund. Und im Moment ist es so, dass man gerade das, was man am meisten brauchen könnte, nämlich Nähe zu den Menschen, die man liebt, nicht so wirklich haben kann. Aber genau in so einer Zeit ist das das Allerwichtigste. Denn nur zusammen kommen wir da durch. Und jeder von uns, jeder von euch ist ein Kleistück vom Mosaik. Und zusammen sind wir eins. Madet Jod, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder eure Gesichter sehen können. Von der Südkur bis zum Nordkreuz und vom Plätschbad zum Trottel, von Beethoven bis nach Sein, wir zusammen, wir sind eins. Wir sind Mürer und Chirurgen, Straßenmädchen, wir sind bunt und wir sind eins. Wir sind Fans an Zirbele, auf dem Gras und auf dem Eis. Malen sie uns verlieren, dreh sie ab, denn wir wir sind Asche, unser Toy, Sterne, Küche und Fritterbuch. Und Stadt ist dreckig, laut und heftig, doch immer am Staub der Seele sie auf. Wie schön, dass ihr dabei seid. Total gut. Und Basti hat beim Singen, habe ich gerade festgestellt, du hast diese Videos gesehen, ne? Sind die spitze.
Ja, das ist wunderschön. Das war so, ah, was machen die denn da? Ja, es ist so, dass wir euch gebeten haben, Videos hochzuladen, wie ihr zu Hause in eurem Haushalt feiert. Und dann seid ihr auch nicht so allein. Wir fühlten uns auf jeden Fall auch sehr in Gemeinschaft. Ich finde die auch total spitze, ehrlich gesagt. Und vor allem, man muss ja feststellen, so eine Karnevalskiste mit Klamotten, die hast du ja ruckzuck aus dem Schrank geholt irgendwie, ne? Habt ihr das auch zu Hause? Irgendwie so einfach? Natürlich, der ganze Keller ist voll. Also Karnevalslieder oder ich will jetzt mal kölsche Songs, die sind oft so, in der Kneipe funktionieren die gut, ne? Das ist irgendwie, das geht sofort rein, aber heute Abend stelle ich fest, so einzelne Zeilen, die sind so gut in Krisen irgendwie, ne? Weil man so schnell nicht kaputt geht und die Sonne immer wieder aufgeht. Und dann, ich mit meinem Kölsch, es tut mir leid, lacht mich nicht aus. Aber das stelle ich fest, das sind so Songs und auch gerade bei euch, die machen auch nochmal extra Mut. Ja, das ist ja das Schöne an Musik, das kann man immer in verschiedenen Lebenssituationen so interpretieren und dass es für einen selber dann auch passt. Und, ja. Jetzt habt ihr uns auch was mitgebracht. Ich check nochmal hier, das ist, ihr habt ja Uniformen am Fuß. Sind das jetzt irgendwelche x-beliebigen oder sind die noch aus der ersten Kollektion? Ich müsste mal dran riechen, um zu wissen, wer sie anhat. Manchmal ist so ein Mund-Nase-Schutz ganz gut. Oder? Ja, ich kann es dir sagen. Das sind auf jeden Fall echte, die wir auf der Bühne anhatten. Ich weiß, wie gesagt, nicht ganz genau wer, aber das können wir später noch rausfinden. Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr sagt, das ist jetzt hier unsere Farbe, das sind unsere Schuhe für die Bühne? Wir haben eine befreundete Kostümbildnerin und die haben wir direkt von Anfang an mal gefragt, so pass auf, wie könntest du dir denn vorstellen, wie wir rumlaufen, wenn wir Musik machen? Und die Schuhe waren... Da macht man sich Gedanken, ja. Ja, damals haben wir uns noch Gedanken gemacht. Nein, die roten Schuhe waren tatsächlich so das Erste, was auch da war. Und weil wir wollten irgendwie schon auf der Bühne irgendwie als Band erkennbar sein, ohne jetzt zu verkleidet zu sein. Und die sind richtig, richtig, richtig blöd im Winter. Das war nicht so eine gute Idee, Quatsch, wenn man im Karneval unterwegs ist. Die gehen ganzjährig. Das sind ja, da kann man aber eher auch barfuß laufen. Aber egal, jetzt haben wir sie an den Füßen und genau. Ja, auf der Bühne hat man wenig Schneematsch. Ja, das ist ein Argument. Das ist so. Und vor allem sind ja dann auch Arbeitsschuhe. Bei mir sind Arbeitsschuhe meistens mit Absatz, bei euch sind sie rot. Also fantastisch. Und ich hoffe so sehr, dass ihr eure Arbeitsschuhe bald dann auch wieder auf der Bühne tragen könnt. Und wir euch sehen und ihr eure Fans seht. Herzlichen Dank, Kassala. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund. So, es gibt ein Konzept gegen Liebeskummer. Tanzen. Ganz einfach. Der nächste Song und ich tanze von Kempis Finest. Und jetzt tanze ich zu dem Song, weil ich nicht wieder zu kriechen kann. Wie in Trance, in Bewegung, wie ein Schatz, und du kriegst die Quittung. Häss je da, ich steht warte, watsche da, dafür bin ich mir zu schade. Und fast bist du nicht mehr da, meine Kopf wird langsam klar, bis auf einmal uns alle Melodie erklärt. Jetzt tanz ich zu dem Song, weil ich nicht wieder zu kriechen kann. Aus und vor wie ein Tatwort, wo ich fang noch ein Sang. Und ich tanz zu unserem Song, weil ich nichts mit zu kriechen kann. Los, sing an mir ein Tatwort, wo weil ich es kann. Nimm den Beat als Placebo. Was geschieht, Katz an deinem Ego. Ich weiß jetzt, wo ich hin will. Du versteckst in dich wieder langsam still. Und fast bist du nicht mehr da. Hat meine Kopf so langsam klar. Auch wenn ab einmal uns alle Melodie erklärt. Lass ihn.
Ich sehe die Leute auf dem Sofa springen, ne? Ja, hoffentlich. Niki, ich darf gar nicht so nah kommen. Pass auf, ich bleib hier, hör mal. Das ist so komisch, ne? Man hat so ein, man will so und... Du hast auf jeden Fall ordentlich Energie, fantastisch. Wie geht's dir? Ja, soweit, so gut, würde ich sagen. Doch, ja, gut. Machen gut, das Beste draus. Ja, ja, das sehe ich. Hör mal, wir haben ja alle gebeten, uns was mitzubringen. Und jetzt habe ich schon gesehen, ich kann nicht so richtig. Niki hat was mitgebracht, zeige ich es mir mal. Ja, also ihr Lieben da draußen, das hier ist, oh, warte, ich muss mit meinem Arm aufpassen, Magic Mike. Das ist Magic Mike, was ist das? Magic Mike ist eine Klopapier-Schussmaschine. Bist du irre? Die Konfettikanone des armen Mannes. Du willst doch wohl jetzt nicht die Klopapier, weißt du eigentlich, was das wert ist? Ja, aber das ist ja das Schöne. Wir haben das jahrelang, haben wir es einfach so gemacht und jetzt auf einmal ist es wie Gold, was man ins Publikum schießen könnte. Die Leute müssen sich so freuen. Das habt ihr auf Konzerten immer dabei oder was? Eure Fans kennen das schon und dann schießt du einfach mal schön eine Klopapierrolle durch die Bude. Yep. Und warum sollte man das nicht jetzt auch tun? Ich wollte gerade sagen, vielleicht können die Leute das zumindest so ein bisschen fühlen zu Hause. Wie funktioniert das? Was ist das? Ist das so ein Laubbläser oder was ist das? Ja. Das ist ein modifizierter Laubbläser, genau. Ja, fantastisch. Aber nein, es ist Magic Mike. Es ist Magic Mike. Wollt ihr mal sehen? Ja, wollen wir sehen. Aber wir blasen es raus hier. Sag mal, nimmst du das auch mit in die Kirche? Ich meine, so mit Planungen ist gerade so eine Sache, ne? Aber im Dezember soll es ein Konzert geben in der Kirche. Erzähl mal. Wir würden super gerne, also wir hoffen immer noch drauf, dieses Jahr noch in der Lutherkirche ein kleines Konzert. In der Südstadt. Genau, in der Südstadt. Und es wird kein Magic Mike geben. Nein, in der Kirche halten wir uns da zurück. Es wird generell ein wenig anders werden, ein bisschen ruhiger, ein wenig besinnlicher als Campus Finest vielleicht sonst so ist. Aber ich glaube trotzdem sehr, sehr schön und für die Jahreszeit und auch für die momentane Situation, für die Leute vielleicht was Besonderes. Total gut. Ja. Fühl dich umarmt. Ja. Habt ihr noch einen Song? Habt ihr noch einen Song? Sehr gerne. Ah, fantastisch. Campus Finest. Ja, dann würde ich sagen, wer zu Hause gerade im Mut ist, lasst uns schunkeln. Zusammen. So bring mich nach Haus. Drosse weht et her, um nicht schwebt mit. Nur kurz zu dir, wie du da stehst. In dem Himmel, dat du so gern drehst, all die Lippen, die schreien, doch ich seh nur dich. Was du verzählst, wie du dich bewährst und mir wieder die Sprache verschlägst, komm mir nehme die Bahn, ich lehn mich bei dir an. In der Vier, noch ihre Fan, hast du mich wert. Bring mich nach Haus, nach Haus, lass mich hin, ja. Nur du und ich, wir kennen der Weg. Bring mich nach Haus. Bring mich nach Haus, nach Haus.
Dankeschön und bleib gesund. So. Und kommen wir nun zum besten Outfit des Abends. Ich freue mich sehr. Juri von Planche Malheur ist da. Hi. Herzlich willkommen. Hör mal, auf jeden Fall in Arbeitskleidung, ne? Gehört sich so. Ja, manche wundern sich, wenn sie uns auf der Straße sehen, dass wir die nicht den ganzen Tag anhaben, aber gerade ist es zu kalt draußen. Ja, wollen wir uns mal nicht so anstellen. 11.11. Klar, wir bleiben zu Hause, wir feiern und singen zu Hause. Und ich finde, das geht mit dem Outfit aber auch ganz gut, ne? Also, für zu Hause ist super. Ja, für zu Hause auf jeden Fall. Ich finde es super, dass ihr dabei seid. Und auch ihr habt was mitgebracht. Und ich gucke schon die ganze Zeit. So ein cooles Plakat, das allererste, oder? Genau, das ist das allererste Plakat, wo wir, da sind wir zusammen shoppen gegangen, haben überlegt, wie wollen wir auf der Bühne überhaupt aussehen und haben dann diesen Fehler gemacht. Findest du das ein Fehler? Ich finde es alles gut. Ja, ja, das also ist nett von dir, Ente am Kopf, gelbe Brille, immer ist doch. Ja, das stimmt. Wir hatten, ich glaube, wir sind auch zweimal so aufgetreten oder dreimal und dann kam die kurze Hosenidee. Ja, aber ich meine, ich hab vorhin mit Casala gesprochen, mit Basti, und da meinte er, die haben ja die roten Schuhe. Ja, wir haben mit so einer befreundeten Kostümbildnerin überlegt, wie wollen wir aussehen. Das war mir überhaupt nicht so klar. Ich denke mal, das sind dann halt irgendwelche Ideen, die im Tourbus oder so entstehen. Also so konzeptioniert wie Casala waren wir da auf jeden Fall nicht. Es war auf jeden Fall ein wirres Durcheinander. Wir sind, glaube ich, alle gar nicht... Siehst guck mal, das sagt eigentlich schon alles aus. Also selbst das Plakat hat keinen Bock mehr aufs Outfit. Ach komm, ist doch, ich find's super. Ja, mit genug Abstand kann man auf jeden Fall wieder drüber lachen. Aber wie lange ist das jetzt her? 2,5 Jahre ungefähr. Das ist noch gar nicht so lang her. Ja, das ist bei unserer Gründung quasi. Was ist in den 2 Jahren passiert, Juri? Boah, unglaublich viel. Also wir sind in diese Szene reingerutscht. Wir hatten wir überhaupt keine Ahnung. Wir haben es nicht gewollt, Mama. Doch, das ist so. Doch, wir wollten auf jeden Fall. Wollten wir. Aber es ist auf jeden Fall alles sehr schnell gegangen. Wir hatten überhaupt keine Ahnung. Besonders vom Karneval hatten wir so von Sitzungen gar keine Ahnung. Wir wussten nicht, dass es so diese Orden gibt. Wir sind mehrfach von der Bühne runtergelaufen. Nachdem wir gespielt haben, wurden zurückgepfiffen, holt euch euren Orden ab. So Sachen sind uns auf jeden Fall viel passiert. Es ist viel geschehen, aber ich glaube, jetzt wissen wir ungefähr, wie es läuft. Ihr seid wirklich eine coole Truppe. Ich habe euch auch auf vielen Sitzungen gesehen und finde, ihr fallt da auch toll auf. Dieses Jahr hat es ganz viele neue Konzepte gegeben. Autokinokonzerte, Strandkorbkonzerte. Und ihr setzt jetzt noch einen drauf. Ihr wart im Hallenbad. Genau, wir haben im Schwimmbad gespielt. Wir haben überlegt, wie wahrscheinlich alle anderen Bands auch. Im Hallenbad oder Schwimmbad? Freibad? Nee, das war ein Hallenbad. Ja. Ja, ja, und es war auch schön warm und so. Und wir haben... Im Wasser? Im Wasser. Also es gibt Floating Boards. Das sind Boards, die liegen auf dem Wasser. Das heißt, die Leute saßen im Wasser drauf. Und wir haben um den Beckenrand rum quasi gespielt, sodass wir genug Abstand hatten. Und die Leute haben dann zum ersten Mal wortwörtlich geplanscht, während wir gespielt haben. Ja. Mega Idee. Jetzt kommt ihr heute zu uns mit einem Song Kein Millimeter nach rechts. Und der hat eine klare Aussage, der Titel. Das ist auch von euch absolut so gewollt. Klar, man überlegt sich ja irgendwann, wofür will man als Band überhaupt stehen, wie will man gesehen werden. Und wir fanden, dass man gerade in der jetzigen Zeit eigentlich eine Fahne hochhalten muss. Ja. Und die weht auf jeden Fall über dem Song. Ich meine, du hast gerade gesagt, ja, du merkst, das Publikum tobt. Wow. Jetzt aber gut. Jetzt, komm, Leute, jetzt komm, aber komm, Schluss. Komm. Definitiv sensationelle Message. Wollen wir hören, den neuen Song? Vorher gibt's Kolonia? Vorher gibt's Kolonia. Komm, richtig. Geh mal rüber, ich mache euch noch eine schöne Ansage. Danke. Köln singt so's, denkt dran. Texte gibt's auf Tafel 150. Und jetzt geht's los. Planche Malheur. Ich kenn jede Bar, ich kenn jeden Kiosk, jeden Club und jeden Park. Hab so viel hier erlebt, Mann, ich leb in dieser Stadt. Seit ich denke und atme, also seit dem ersten Tag. Auf der Uni-Wiese hatte ich mein erstes Mal. Schön war das nicht, es war halt wie es war. Hab so viel hier erlebt, Mann, ich leb in dieser Stadt. Seit ich denke und atme, also seit dem ersten Tag. Ich bin wirklich gerne hier, bis ans Ende meiner Tage. Viele können es nicht verstehen, denn
immer kommt die Frage: Sag uns, Jung, wo küsst du wirklich her? Ich komm aus Kolonia. Komm schon, Jung, sag mir, wo küsst du her? Ich komm aus Kolonia. Unnatsinnig, Wurzel, sag, was ist den Spruch? Du bist doch ein Latino aus Panama. Komm schon, Jung, sag mir, wo küsst du her? Egal wo, Riel oder Kalk, es gibt viele wie mich, wir sind überall. Im Herzen sind wir gleich, wollen lieben und geliebt werden. Leben ohne Ängste, leben ohne Grenze. Lass uns zusammenrücken, hier ist genug Platz für Schwarz und Weiß. Britney oder Tupac hat so viel hier erlebt, Mann, ich lebe in dieser Stadt. Seit ich denke und atme, also seit dem ersten Tag. Ich bin wirklich gerne hier. Bis ans Ende meiner Tage. Viele können es nicht verstehen. Immer kommt die Frage: Sag uns, Jung, wo küsst du wirklich her? Ich komm aus Kolonia. Komm schon, Jung, sag mir, wo küsst du her? Ich komm aus Kolonia. Und man zählt die Wurzeln, sag, was ist den Spruch? Du bist doch ne Latino aus Panama. Komm schon, Jung, sag mir, wo küsst du her? Ich bin wirklich gerne hier. Bis ans Ende meiner Tage. Viele können es nicht verstehen. Immer kommt die Frage. Hallo ihr Lieben da draußen. Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, wir sind Planche Malheur. Und dieser Song steht dafür, dass es eigentlich scheißegal ist, wie man aussieht. Ist egal, welche Hautfarbe man hat, Augenfarbe. Was wichtig ist, was hier ist. Und genau das wünschen wir uns. Macht es euch nicht zu gemütlich da vom Fernseher. Nehmt die Füße vom Tisch. Jetzt wird getanzt! Ey! Ich komm aus Kolonia, sag uns, Jung, wo küsst du wirklich her? Ich komm aus Kolonia, komm schon, Jung, sag mir, wo küsst du her? Ich komm aus Kolonia, und was in den Wurzeln, sag, was ist den Spruch? Du bist doch ein Latino aus Panama, komm schon, Jung, sag. Wo küsst du her? Vielen, vielen Dank. Während wir hier auf der Bühne stehen und ihr hoffentlich wieder gemütlich in eurer Couch versinkt, ist die Welt da draußen ja ganz schön in Aufruhr. Viele Menschen haben Angst um sich selbst, um ihre Gesundheit, um ihre Liebsten, um die Existenz. Und wir haben uns überlegt, welches Lied bringt man zu so einer Zeit raus? Ja? Und es gibt ja so ein Vorurteil oder ein Klischee, was kölsche Musik anbelangt, nämlich dass es viel um den Dom geht, um die Stadt selbst, um Sonne schinken und trinken und tanzen. Und wir haben überlegt, was macht uns als Band aus? Und wir sind der Hoffnung, dass die aktuelle Zeit uns eher verbindet als voneinander trennt und dass wir alle unsere Herzen ein bisschen aufmachen und dass die Situation nicht genutzt wird für rechtes Gedankengut, denn das hat bei uns absolut keinen Platz. Und dafür steht auch der Song. Ja? Dankeschön. Genau darum geht der Song. Und auch wenn das ein bisschen kitschig klingt, ich weiß das, steht der Song für Liebe und heißt Kein Millimeter. Ich kenn jede Straße und jeden Pflasterstein. Steig in die 18, komm zu mir, ich lade dich ein. Am Bütchen an der Ecke scheint die Sonne ins Gesicht.
wie schwenken bunte Fahnen. Hier kannst du sehen, so wie du bist, denn wir sind Familie, egal woher du küsst. It eats the culture, schon bestellt für dich und mich. Du bist mein Gefühl. Du bist das Budget in der Not. Du bist der Wind in meinem Seele. Du bist mein Gefühl für jede. Keinen Millimeter nach rechts. Für Rassismus, für Brung ist keiner Platz. Mal mit uns die Zukunft und in Liebe steckt die Kraft. Konfetti statt Kanone, Spaghetti statt Parole. Mal mit uns die Zukunft und in Liebe steckt die Kraft. Wir sind Familie, egal woher du küsst. It eats the culture, schon bestellt für dich und mich. Du bist mein Feel. Du bist das Büchchen in der Not. Du bist der Wind in meinem See. Du bist mein Fehl für jede. Keinen Millimeter nach rechts. Ladies and Gentlemen, Danny Clark. Wenn ich mir jung keine Millimeter nach rechts. Wir fingen zusammen eine bessere Bash. Von all der Brunnenkopf wird mir schlecht. Lass mal nicht schwer, der früher hängt. Solange du nicht weißt, wer das ist. Wenn man anders woher gehört und er. So wie du als kleiner Fetzi, ob ihr was für er. Du bist mein Fehl. Du bist das Büchchen in der Not. Du bist der Wind in meinem See. Du bist mein Fehl für jede. Du bist mein Fehl. Du bist das Büchchen in der Not. Du bist der Wind in meinem See. Du bist mein Fehl für jede. Keinen Millimeter nach rechts. Vielen Dank. Blanche Malheur, Köln singt zu Huss. Heute ist der 11. im 11. Die Session geht los. Wir feiern das zu Hause, selbstverständlich. Nach draußen sollten wir jetzt alle nicht gehen, um zu feiern. Deswegen machen wir es auf dem Sofa. Und jetzt bitte aufstehen, nochmal aufstehen. Ich hoffe, ihr habt den Stippelpfötchen noch drauf. Ist jetzt für den nächsten Song sehr, sehr wichtig. Wir freuen uns über Milieu. Jawohl, einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde zu Hause an den TV-Bildschirmen. Dieses Jahr ist alles anders, aber eine Sache steht für uns fest. Wir lassen uns nicht von einem Virus unterkriegen. Solang beim Lobby die Lichter noch brennen, solange Funkwelt wie Stippe 48, solang der Pizza noch schlägt, der Speyman es noch spürt. Ja, solang stirbt der Kölsche neben uns. 1, 2, 5, südet in der Zeitung, ma hürdet ob der Straße. Du lever ja den Enges noch, die Kölsche stirb uns. Kein Glaskapell und auch kein Flitsch, mir han der Brasil-Jungs. Statt Ostermann und Milovic, hört ma jetzt Atemlos. Doch es ist nicht nur ein Sport, es ist nicht nur zu uns. Lebensart, die stirbt so schnell nicht uns. Nee. Solang beim Love Me die Lichter noch brennen. Solange Funkwings wie Stippe verziert, solange der Pizza noch schlägt, der Speyman ist noch spät, ja, solange stirbt der Kölsche nicht aus. Hey, hey, hey!
Straße nur noch selten und das Muttersprach ist weg. Und sie doch immer weniger, die Wäscher wupp der Eck. Dort wieder noch der Alemann, der jetzt so verzelle hält. Dort halt der Schnüsse und hör uns zu und seh im Jahr Respekt. Denn es ist nicht nur ein Sprach, es ist nicht nur zu uns eine Lebensart, die stirbt so schnell mit uns. Nicht mit uns! Solang beim Lommi die Lichter noch brennen, solang der Funk fängt wie Stiefel verzählt, solang der Peter noch schlägt, der Speimann ist noch spät, ja, solang stirbt der Kirchen nicht aus. Hoffentlich ohne Mundschutz und ohne Mindestabstand. Aber für heute müssen wir es leider so machen, wie wir es machen. Deswegen hebet einmal ganz kurz die Händchen vor den TV-Bildschirmen. Solang beim Lommi die Lichter noch brennen, solange Funk fängt wie Stippe fortjährt, solange der Pizza noch schlecht, doch Speimann ist noch spät. Ja, so lang stirbt der Kölschen in uns. So lang beim Lobby die Lichter noch brennen, so lang der Funk weiß wie Schnee wird jetzt. So lang der Peter noch schlecht, doch Speimann ist noch spät. Ja, so lang stirbt der Kölschen in uns. So lang beim Lobby die Lichter noch brennen, so lang der Funk weiß wie Schnee wird jetzt. Solang der Pizza noch schlägt, der Speimann ist noch spät. Ja, so lang stirbt der Kölschen in uns. Ja, so lang stirbt der Kölschen in uns. Ja, so lang stirbt der Kölschen in uns. Dankeschön. Ja, Corona-Session, alles ist anders. Deswegen wünschen wir uns noch einmal die gute alte Zeit zurück. Zick, zurück. Komm, wir holen uns die Zick zurück. Nur für eine kleine Augenblick. Ey, immer so nah wie damals war. Komm, wir holen uns die Zick zurück. Zick, zick, zick zurück. Es ist wirklich schon so spät. Nur die Fotos an der Wand. Momente haben sich in ihr Brand. Weißt du noch, du und ich? Dort hätt' ihr Pass wie Stuhl und ich. Kurz kaputt und lange Tor. Der ein so wie der andere war. Der ein so wie der andere war. Wann uns keiner mehr bekehrt, ist die Erinnerung da dran. Sie zickt zurück, nur für ne kleine Augenblick. Ey, immer so nah wie damals war. Komm, wir holen uns die Zick zurück. Zick, zick, zick zurück. Komm, wir holen uns die Zick zurück. Nur für ne kleine Augenblick. Ey, immer so nah wie damals war. Komm, wir holen uns die Zick zurück. Zick, zick, zick zurück. Ey, immer noch Reiter statt Twix. Ey, immer Ed von Schleck und Yps. Immer noch zur Lendstraße jung, einmal in der Sporthalle stand, einmal im Theater.
Schuhe auf dem Blutwisch platt, Kassette drin und auf an Meer. Das ist halt verdammt lang her, das ist halt verdammt lang her, was uns keiner nehmen kann, ist die Erinnerung dort dran. Unterstützung. Wo sind die Händchen? Zick, zick, zick zurück. Wir können es zwar nicht sehen, aber wir glauben, es sieht super aus. Und nochmal. Zick, zick, zick zurück. Könnt ihr dabei auch mitsingen? Zu Hause darf man das ja. Und zick, zick, zick zurück. Das Ganze noch einmal. Zick, zick, zick zurück. Sehr schön. Kommen wir alle und sie zick zurück. Zick, zick, zick zurück. Kommen wir alle und sie zick zurück. Zick zurück. Zick, zick, zick zurück. Komm wir alle und sie zick zurück. Zick, zick, wunderbar. Zick zurück. Was uns keiner nehmen kann, ist die Erinnerung da dran. Komm wir alle und sie zick zurück. Nur für ne kleine Augenblick. Ey, wo so nah wie damals war. Komm wir alle und sie zick zurück. Zick, zick, zick zurück. Komm wir alle und sie zick zurück. Nur für den kleinen Augenblick. Ey, war so nah wie damals war. Komm wir alle und sie zick zurück. Zick, zick, zick zurück. Dankeschön! Zick, zick, zick zurück. Milieu, Nils und Mai, kommt zu mir. Dankeschön. Super. Schön, euch zu sehen. Was ist passiert? Ja, ich habe mich mit dem Fahrrad lang gemacht. Man soll das nicht tun. Ich weiß. Ja, das wurde mir aber nachher erst gesagt. Ach so, ja gut. Ich habe euch zu verdanken, dass ich weiß, was der Spalmanis ist. Ich habe so lange mitgesungen beim Lommi-Song, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Das ist das mit der kölschen Sprache. Ihr habt das richtig drauf, ne? Ja, wir also probieren ihr seid es. Ja kölsche Jungs, ne? Dünnwalder, glaube ich. Genau, ja. Aber habt ihr das zu Hause noch so richtig gelernt und gesprochen? Also da kann ich schöne Grüße an meinen Opa ausrichten, der hat es mir nämlich beigebracht, der sitzt wahrscheinlich jetzt gerade zu Hause und guckt es sich an. Mhm. Daher habe ich es gelernt, aber ich denke mal, wir sind alle irgendwie mit der kölschen Sprache groß geworden. Von klein auf haben wir kölsche Musik gehört und irgendwie der Klang ist einem dann schon vertraut, sage ich mal. Ihr habt uns eine schöne Pflanze mitgebracht. Was ist das? Das ist die goldene Wurzel und die wurde uns von der großen Dünnwalder KG überreicht, weil sie sagen, wir hätten unsere Wurzeln nicht vergessen. Oh, wir fanden das. Genau. Da gibt es sogar Applaus, vielen Dank. Wir sind groß geworden als eine Fädelskapelle, die auf dem Wagen, auf dem Dünnwalder Zug mitgegangen ist und dort live Musik gespielt hat. Und wir machen das tatsächlich immer noch, haben es auch in der letzten Session nochmal gemacht. Und ist einfach schön, immer wieder das zu erleben, weil da kommen wir her und das wollen wir irgendwie auch nicht vergessen. Und das habt ihr ganz wunderbar gemacht. So schön, vielen Dank, dass ihr da seid und dass ihr mitgemacht habt. Milieu, alles Gute für den Arm und wir sehen uns bald wieder. Dankeschön. Bleibt gesund. Mike und Nils. So, ihr Lieben, jetzt freuen wir uns auf wahre Legenden. Das große Finale bei Köln singt zu Hus. Ich bin mir sicher, die meisten brauchen gar keine Texte, die wir ja per Videotext anbieten. Wir können die Texte. Diese Band hat 50 Jahre kölsche Musikgeschichte geschrieben. Ja klar, die Blackfoes. Geht's dem Mal und hat's verloren, wie ich treu an mir schworen.
ob der Dude und ob Easy. Afjehoke Geld im Sack, nur die Trümmer in ihr Back. Der Horizont, der wird anziehen. Komm und trinke, ob die Zigarette hat Jürfe. Der nächste Glas trink ich und ich. Der nächste Kölsch ist für uns zwei. Und Joe und Sieg gehen nie vorbei. Die nächste Rund, die er und ich. Der nächste Glas trink ich und ich. Der nächste Kölsch ist für uns zwei. Und Joe und Sieg gehen nie vorbei. Die Träume, die sind noch im Gepäck, wenn ab und zu und Jod versteckt, diese Träume hört nie auf. Um uns trinkt ein Trinkermann. Die nächste Runde, die geht auf mich. Der nächste Gas trink ich auf dich. Der nächste Kölsch ist für uns zwei. Und Jod und Zwick gehen nie vorbei. Die Glas trink ich auf dich. Der nächste Kölsch ist für uns zwei. Und er ist lang noch nicht vorbei. Die nächste Runde, die er auf mich. Der nächste Glas trink ich auf dich. Der nächste Kölsch ist für uns zwei. Und Jod und Zick geht nie vorbei. So, wir kommen zu einem ganz neuen Song, 50 Jahre Black Föß. Wie kann es anders sein? Da haben wir natürlich einen neuen Song, ein Jubiläumslied und das heißt 50 Jahr. Hauner und Zöllinde, Band von der Mann. Mir wolle immer noch Briefkoche. Katrin ist neue Bohre, zick ein Bait in der Is. Hück gleich mal sich mit dem Scooter, statt mit dem Rollbrett auf der Fress. Langer Samstag in der City, ist jetzt die ganze Woche. Da das Wasser von Kölle Jod ist, das läuft mir immer noch. Und in der Kajas Nummer 0, da steht ein Monte, so wie schön. 50 Jahre mit Musik im Blut. 50 Jahre, der immer noch Jod. All die Lehrer, die du Glück noch kennst, die singen so ja noch der Pens von der Pens von der Pens. Im Winkel Dorfer Mütchen ist für eine Hermes Schock.
aber klopft sich an der Tankstelle, singe Kaffee in der Kopf. Der Trieter trinkt beim Linda, sie sind halt fix und Foxy. Und Skinner und Stammlokal sind fort dann schöne Roxy. Ein Hus mit Aussicht vom Balkon kostet einmal Bibi unsere Dom. 50 Jahre mit Musik im Blut, 50 Jahre. Schuhsmeister von Abus in Zoo und Singer Jolde Blum singt ganz in Birkestörp de Ruhr. Er hörte Blas Capello noch mit Hyret im Ohr. Und ich lach mit Meiers Ketsche, weil es so schwer ist für mich Rätsche. 50 Jahre mit Musik im Blut, 50 Jahre. Mit dem Black First. Jungs, schön euch zu sehen. Guten Abend. Schönen guten Abend. 50 Jahre, super Jubiläumssong. Jetzt weiß ich auch, was aus Meyers Ketsche geworden ist und Hus ja. Mr. Kaczmarek. Um den habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, ja. Ehrlich gesagt, jetzt ja. Im Alter. Ne? Ja, aber der Kittel passt noch. Siedlungskontrolletti. Genau. Wie habt, das Jahr habt ihr euch anders vorgestellt, ne? Das Jubiläumsjahr, aber... Was willst du machen? Klar, es war sehr, sehr, sehr viel geplant. Am meisten weh tun uns eigentlich die drei ausgefallenen Konzerte auf dem Roncalliplatz vor dem Dom mit dieser Wahnsinnskulisse. Ja, aber der Dom läuft nicht weg. Nee, ja. Wir feiern heute hier auf eine ganz besondere Art und Weise den 11. im 11. Ne? Wir können nicht rausgehen, das ist völlig klar, völlig nachvollziehbar. Deswegen sagen wir, wir machen das jetzt hier und zu Hause singen und feiern alle mit. Und es ist toll, wie viele sich da beteiligen auch. Was wird das für eine Session? Was wird das? Sing zu Hus heißt im Klartext ja auch, mach's gefälligst zu Hause, geh nicht raus. Das soll auch vermeiden, dass man natürlich dann diese ungeplanten Zusammenkünfte dann irgendwo hat. Und ich finde, das ist eine gute Idee, die ihr da hattet und da sind wir gerne dabei. Fantastisch. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr da seid, dass ihr gesagt habt, da machen wir auf jeden Fall mit. Ihr seid das große Finale in dieser Sendung. Oh, schön. Köln singt zu Hus. Wir sind das Letzte. Ja, Marke, also... Ich möchte nicht sagen, ihr seid das Letzte. Ich habe gesagt, ihr seid das Finale. Okay. Und wenn wir die Black First da haben, dann gibt es auf jeden Fall einen Song, den, ja, der ist Pflicht in der Karnevalssession. Und meistens gegen Ende der Party, irgendwann morgens, man hat schon 2-3 Kölsch drin und liegt sich in den Armen und dann singt man in unserem Fädel. Und heute hier gibt's
dieses Lied in einer ganz besonderen Version. Ganz lieben Dank an euch für die tollen Videos, die ihr uns geschickt habt. Denn wir haben einen ganz besonderen Chor zusammengestellt, den Köln singt Zuhus Chor. Und den gibt es jetzt zusammen mit den Blackfoes in unserem Fädel. Bleib gesund, auf dass wir den Driss schnell umkriegen und zusammen wieder feiern können. Dankeschön. In unserem Fädel, die Blackfoes. Danke. Wieso dat nur wieder jung? Was lief dann hück noch stang? Hüsse und Jasse, stündsche beim Klaffe, ist dat vorbei? In der Wirtschaft vor der Eck stocken die Männer an der Theek, die Frau Lütscher sitze beim Schwätzchen zusammen, ist das vorbei. Was auch passiert, das Engel ist doch klar, das Schönste, was man hat, schon all die lange Jahre. Spille nicht im Gras und fällt uns einer ob der Nas. Die Bühle und Schramme, die flück mal zusammen, dann ist es vorbei. Was auch passiert, das Engel ist doch groß. Let's shoot it.